Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich hab mal eben Metall gefarmt und mich satt gefressen. Wir machen jetzt mal eben die beiden Upgrade-Module und dann werde ich allerdings nochmal schneiden, bis ich dann... Quatsch. Dann werde ich allerdings nochmal schneiden, bis ich da hinten angekommen bin. Das ist vielleicht besser, weil der Weg ist... Verdammt, ich muss die Plastil-Ingots noch herstellen. Stimmt, ja. So. Ich habe hier noch etwa 1,5 Barren Metall drin gehabt. Also hier lag noch ein bisschen Titan drin und da lag noch, da habe ich jetzt nur noch 2 Titanen. Und war da noch ein Computerchip drin? Na super, dann hätte ich mir den zweiten auch sparen können. Okay, gut, jetzt habe ich mir 2 Computerchips noch gefarmt. Quarz hatte ich ja noch und die Korallen liegen ja hier vor der Tür. So. Dann machen wir die beiden Pressure Upgrades, die wir brauchen werden. Dieses andere, diesen Schild habe ich hier rausgenommen. Dann packen wir das schon mal rein. Das Solarmodul lasse ich erst noch. Ne, das kann ich rausnehmen. Das Storage-Modul können wir nicht gebrauchen, weil wir werden das Sonar brauchen. Ohne das Sonar läuft hier gar nichts. So, wir haben jetzt noch... achso, richtig. Ja, dann können wir hier los, ne? Da fehlt mir noch irgendwas. Dive Wheel, Power Cell, eine Batterie. Nee, dann passt alles. Eine Waffe. Gut, da könnte man noch überlegen, ob man die vielleicht weglässt. Weil ich nicht glaube, dass wir die brauchen werden. Da hinten ist die jetzt aus irgendeinem Grund. Ja, okay, jetzt hat er wahrscheinlich einmal kurz geladen. Das hat eben ein bisschen geruckelt. Du kommst hier aber nicht rein. Nicht, dass du hier andockst. Das wäre auch geil. So eine Seekuh hier im Schiff zu haben. Das hätte was. Moment, wir haben doch noch Power Cells, ne? Ich fühle mich irgendwie wohler, wenn wir eine mal eben austauschen. Die ist leer. So, okay. Irgendwann werden wir wohl nochmal Power Cells farmen müssen. Das wird nicht anders gehen. So, dann... ich wollte gerade sagen, dann wenden wir hier mal. Gestaltet sich irgendwie gerade nicht einfach. Glasbasis, da will ich nicht hin. Das müssen wir nochmal umbenennen. In Weltlandis oder so. So, wo muss ich hin? Da unten. Da werde ich hin müssen. Okay, dann wäre mein Vorschlag, ich düste da mal eben hin. In einem wahnsinnigen Tempo und wir sehen uns... obwohl, nee, komm, ich bleib mal eben hier. Machen wir das so. Dann kann ich ja ein bisschen was über eventuelle Updates erzählen. Also, noch gibt es nichts Neues. Es gibt hier eine News. Kann man die eigentlich von hier aus... nee, kann man nicht abrufen. Also, das nächste Update läuft momentan unter dem Arbeitstitel H2O. Und es wird sich wahrscheinlich überwiegend um das Wasser drehen. Also ein großer Bestandteil ist die Verbesserung des Wassers. Ich weiß nicht, was sie da genau, ob nur die Oberfläche oder auch hier unten. Das ist so eine Sache. Ich bin mir auch noch überlegen, ob ich mir hier mal so ein Grafik-Add-on installiere, was sich in die DirectX-Grafik einklingt, um die Optik ein bisschen verändert. Dann wäre das Wasser hier etwas weniger blau, ein bisschen grünlicher, hat einen anderen Kontrast. Sieht irgendwie sehr schick aus, finde ich. Ups, da bin ich irgendwie zu tief schon. Wir müssen mal gucken. Wenn wir direkt drauf zufahren, können wir es ja eigentlich nicht verfehlen, würde ich sagen. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt. Das könnte vielleicht noch ein bisschen dauern. Was das Lava-Biom jetzt angeht... Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Es wurde auch schon gefragt, sag mal, aber was erwartest du denn da drin zu finden? Nichts, denke ich mir. Ich vermute einfach mal, dass es genauso aussieht wie vorher. Aber so richtig wissen tun wir es ja auch nur, wenn wir es ausprobieren. Und
Also ich werde vermutlich... Ich würde erstmal davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich die Motte dabei verlieren werde, weil ich wahrscheinlich nicht mehr rausfinde. Oder die Motte nicht verliere, aber irgendwie erbärmlich da unten sterben werde oder sowas. Weil ich nicht mehr rausfinde. Da gehe ich fast von aus. Da muss man irgendwie von ausgehen. Oh, oh, oh. Oh, doch, hier unten ist es. Schon. Wie gut. Dann wollen wir nochmal hier abtauchen, senkrecht. Und dann müsste es ja hinter mir sein, ne? Oder geht das hier noch tiefer runter? Ah, noch ein bisschen tiefer geht's runter. Oh, oh. Moment, dann fahren wir doch nochmal ein bisschen nach vorne. Wer weiß, ob der Eingang hier ist oder doch davor. Weil die Boje hängen in 400 Meter Tiefe, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich die hingehangen. Ja. Oh, Felswand. Schwierig. Okay, also hier ist der Eingang. Guck mal, dann ging das ja doch schneller. Wozu schneiden? Das ist ja auch albern. Nicht, dass ich hier irgendwo aufsetze. Bei der Tiefe könnte das auch unangenehm werden. Okay, so. Dann wollen wir mal abdocken. Habe ich noch hier was zu essen, was ich mir vorher noch reinpfeifen kann? Repulsion. Propulsion. To pull and push objects. Ich finde die praktischer. Weil dann könnte ich mir einen Fisch ranziehen und da essen. Das wäre vielleicht nicht so doof. Komm, den Hubfisch nehmen wir noch mit. Den könnte ich eigentlich mal im Kochen. Weil, ja, 82, da geht auch was. Das können wir noch mal voll machen. Wo ist der Hubfisch? Der bringt 23. Naja, okay, dann sind wir jetzt wieder voll. Mit dem Trinken auch. Und dann geht das. Ich will mal gucken, ob meine Upgrades richtig sind. Ja, ich vermute auch mal, dass der Exosuit in dem nächsten Update mit drin ist. Weil es wurde ja auch schon zurecht geschrieben. Komisch, dass du tiefer tauchen kannst als die... Oh, die wollen wir jetzt erstmal umbenennen. Ach, das können wir nicht, ne? Pass auf, wenn sie es überlebt, benennen wir es um. Ansonsten wird die nächste Motte den Namen Blub tragen. Genau. So, das wollte ich nicht immer mal gemacht haben. Und eine Power Cell haben wir. So. Mit dem Sonar müssen wir irgendwie vorsichtig umgehen. Oh, Health hat es nicht mehr so viel, ne? Ich soll es vielleicht schweißen mal eben, ne? Habe ich meinen Welder dabei? Eins. Das könnte nicht schaden. Ein bisschen Energie hat er auch noch. Ja, die Geräuschkulisse ist hier ganz eindrucksvoll. So, wir fahren nach Norden. Okay, alles klar. Wow, das sieht groß aus hier. Das sieht richtig groß aus. Und tief ist es. Und wir kriegen aber keinen Schaden mehr. Nee, kriegen wir nicht. Ich habe gerade nochmal geguckt. Wahnsinn, der Hammer. Okay, wir fahren weiter nach Norden, damit ich wieder rausfinde. Ich muss ja irgendwie eine Chance haben, rauszufinden. Und die Geräuschkulisse ist beeindruckend. Und ich glaube, dann wird es schwierig. Sofern hier die erste Wand kommt und ich abbiegen muss, habe ich vielleicht auch ein Problem. Okay, die erste Wand ist noch ein bisschen hin. Ach, so nah ist richtig gut hierfür. Das soll ja runtergehen bis auf 1200 Meter oder sowas, glaube ich. Wahnsinn. Okay. Oh
gucken. Wir müssen ein bisschen auf Kollisionen werden jetzt nicht so cool. Hier ist auch kein Lebewesen drin, oder? Sieht nicht so aus, als wäre hier ein Lebewesen drin. Ach du Schande. Okay, so tief kann ich nicht. Ich darf nur bis 800 Meter. Ich kann hier aber auch nicht ohne Sonar rein. Oh. Okay, wir müssten jetzt hier aber wohl tiefer. Aber ihr seht ja, wie meine Health runtergeht. Ab wie viel? 820 Metern? Oh. Nee, das ist mir zu heikel. Fahren wir mal nach Westen so ein bisschen. Ups, 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 ups. Bin schon wieder zu tief. Wahnsinn, ist das groß hier. Oh, okay. Hier kommt eine Mauer. Ah, okay. Ja, so sieht das aus, richtig. Wir waren hier unten ja mal. Ich fahre mal zurück nach Süden. Wir müssen hier durch. Ich komme schon wieder tiefer aus irgendwelchen... Oh, man verliert hier schnell die Orientierung, in welche Richtung man muss. Und ob man nach oben oder nach unten schwimmt, vor allen Dingen. Ja, richtig. Erst nach Osten und dann nach Süden. Nee, ich fahre hier doch mal lieber wieder raus. Besser ist das. Weil, also tiefer als 800 Meter komme ich halt nicht. Cool, endlich kommt mal Musik hier ins Spiel. Tiefer als 800 Meter komme ich nicht. Hier unten gibt es sonst ja auch nichts zu sehen. Außer... Wir brauchen mal einen Screenshot hier. Okay, das sagt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus, ne? Aber wir waren da. Das ist quasi eine Art Ansichtskarte. Genau, wir waren da. Und das zählt ja. Aha, so. Jetzt habe ich auch wieder ein besseres Gefühl, wenn ich hier rausfahre. Ich frage mich natürlich, ob hier... ob hier noch... Dann können wir mal auf der Seite gucken. Aber ihr seht, ne? Energie geht gut runter. 55. Durch das Sonar sind jedes Mal 1%. Aber das brauchst du auch. Uah. Und dann plötzlich vor dir so ein Boden auftaucht durch das Sonar. Es ist echt sehr diesig hier unten. Man kann nicht wirklich viel sehen. Das war jetzt ein kürzerer Ausflug, zugegeben, ins Lava-Biom. Aber hier ist, hier wäre ein... Oh. Aua. Hier wäre ein Eingang. Ich habe doch hier... Genau. Gucken wir uns das doch mal an, was hier drin ist. Lithium. Okay. Und Gold. Ach, und hier ist wieder... Okay, alles klar. Mhm. Okay, hier ist wieder nichts. Dann ist das hier wohl so ein Ausrutscher, was? Dass da was war. Können wir mal gucken, ob wir hier... Nee, seht ihr, ist geschlossen hier unter uns. Nee, das ist hier, hier ist es schon geschlossen. Boah, sind wir auch direkt bis vor die Tür gefahren, was? So, okay, jetzt machen wir mal die Weltilus leer, weil die wird jetzt richtig Strom verlieren, denke ich mal so. Eieieiei. Mal gucken, wie weit die runter geht. Ach, mehr nicht. Nur die 30 da. Das geht ja noch. Okay. Dann kam noch ein anderer Kommentar. Well, hier sind neue Inseln drin. Fahr da doch mal hin.
Ja, würde ich gerne. Das doofe ist, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt eine neue. Ich glaube, sie heißt Mountain Island oder so. Wir können ja mal gucken, aber die wird nicht hier sein. Weil ich meine, die ist momentan nur in der experimentellen Version drin. Haha, das ist ein bisschen schade. Die ist nach dem letzten Update erst dazugekommen. Und zwar soll die... Wow. So habe ich die auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist doch mal ein eindrucksvolles Foto, finde ich. Das ist doch mal ein eindrucksvolles Foto. Na gut, wenn wir da schon mal hier sind, dann will ich sagen, dann lass uns doch einmal eben... Wir können nämlich, glaube ich, auch von hinten hier reinfahren. Aber naja, das würde ich mir sparen. Schwimme ich gleich lieber rüber. Weil es unpraktisch ist, dann muss ich diesen Umweg wieder rausfahren und so viel Power haben wir auch nicht. Und klar, ich habe noch Power Cells dabei, aber naja, gucken wir mal. Ja, die Insel müsste sich irgendwo hier vorbefinden. Die ist auch nicht zu übersehen dann. Da guckt dann gleich ein spitzer Fels aus dem Boden. Und ja, die hat es aber erst nach dem letzten Update ins Spiel geschafft. Und dementsprechend findet man sie momentan leider nur in der experimentellen Version. Wäre ich natürlich der Erste, der sagt, klar, machen wir. Jetzt bin ich schon überlegen, ob ich einfach mal die experimentelle Version anschmeiße. Und wir uns das mal angucken. Oder halt nicht, ne? So. Ich will nur mal, wenn wir schon mal hier sind, möchte ich noch mal eben ganz gerne... Ach ja, schnell laufen ging ja nicht. Ich drücke mal wieder Shift, ne? Automatisch. Im Dunkeln sieht es ja auch geil aus hier, oder? Ich würde ganz gerne da hinten noch mal reingucken, ob sich da mittlerweile irgendetwas verändert hat. Aua. Warum ist die Kiste denn zu? Ist auf alle Fälle nichts drin. Und ich sollte vielleicht nicht unbedingt in der Nighttime hier entlang gehen, weil es echt dunkel ist. Aber... Ups. Dafür sieht es mal echt gut aus. Boah, es ist wirklich dunkel, ne? Die dürften alle leer sein. Da war ich ja schon dran. So, und das Strahlungsleck hatte ich ja geschlossen. Ich frage mich halt nur, ob hier noch irgendwann was Neues dazu gekommen ist oder nicht. Aber das hätte mir Blutengel auch schon längst mitgeteilt. Aber es kann ja nicht schaden, hier mal eben zu gucken. Guck mal, Wasser haben wir nochmal. Ja, mir ist auch warm. Nehmen wir das mal. Ich denke mal, dass hier nichts Neues passiert ist. Hier haben wir ja unser Upgrade hier. Signal on. Nee, da können wir auch noch nicht ran. Das sieht alles sehr unverändert aus. Und Strahlung kriegen wir ja auch nicht ab. Das heißt, das Strahlungsleck ist auch noch dicht. Und ich sehe auch... Verdammt. Ich sehe auch keine Löcher. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht reinspringen, wegen der... Wegen der Viecher, die hier unten sind. Noch sehe ich keins. Aber ich will die auch raus, bevor einer auftaucht. So, okay. Gut, dann laufe ich mal wieder zurück. Hätte ja sein können, dass da sich irgendetwas verändert hat. Man weiß das ja nicht. So, und jetzt bin ich überlegen, was ich mache. Ob wir vielleicht doch einfach mal in der nächsten Folge
Ein Blick in die Experiment... Wow, das war aber ein steiler Berg. Ein Blick in die experimentelle Version werfen oder nicht? Es wird auch schon wieder hell, das ist gut. Ich werde mich jetzt von hier oben aber todesmutig in die... Aua! In die... Und das ist der Augenblick, wo man darauf wartet, dass unter einem ein Reaper auftaucht und einfach mal einen mit offenen Armen empfängt. Ja, ich weiß auch nicht, warum sich hier jetzt keiner mehr rumtreibt. Ein bisschen verteilt haben die sich ja. Ich könnte sonst auch noch mal ins Wiki gucken, ob es noch Biome gibt, wo ich doch noch nicht war. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so eine Preview in die experimentelle Version, ja, gar nicht mal so schlecht, finde ich, ne? Oder? Was haltet ihr davon? Ich kann euch jetzt ja, ich kann zwar jetzt die Frage in den Raum stellen, aber bis ihr antworten könnt, bin ich ja auch schon wieder, habe ich auch schon wieder aufgenommen. Das stimmt. Ich fahre erstmal mit dem Schiff hier zurück. Das mache ich auf jeden Fall, weil so weit weg ist die Insel, glaube ich, nicht. Die kann man vom Liveport aus sehen. Vielleicht düse ich dann nur mit der Motte runter, obwohl, wenn da ein Reaper ist, wäre es wahrscheinlich besser, mit dem Schiff rüber zu fahren. Wir könnten natürlich auch unsere Basis dahin weiterbauen. Überlege ich echt, was wir machen. Erstmal taufen wir gleich die Motte um. Oder wir machen das in einer der nächsten Folgen, weil ich wollte mir nämlich ganz gerne mal den Namen der Person raussuchen, die mir Blub vorgeschlagen hat. Den habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist auch schon mittlerweile zwei Wochen ist das bestimmt schon her. Aber ich finde Blub super. Und es kam auch Gegenvorschläge und irgendwie immer, wenn ich geschrieben habe, jo, ich war mal überlegen, ob ich sie Blub nennen, kam dann als Gegenantwort von den anderen Namensvorschlägern dann auch, Blub ist super, Blub ist 1A. Ich finde Blub voll knuffig und das ist mal ein richtig guter Namensvorschlag, Blub. Der gefällt mir. Blub ist schön. So. Ja, ich denke mir, wenn ich angedockt habe, dann werde ich mal speichern. Also nicht da angekommen, das ist ja hier vorne gleich. Dann speichere ich mal und mache mir ein Backup von meinem Save Game. Und dann starten wir mal die experimentelle Fassung. Die darf ich mir dann gleich erst noch runterladen. Das können wir machen. Genau. Weil ich würde schon ganz gerne mal diese Insel da sehen. Und viele von euch spielen ja auch die experimentelle Fassung. Die ist mir aber manchmal zu... Ach, instabil will ich gar nicht sagen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so... Der Fall, dass sie wirklich instabil ist, aber ich habe halt immer noch die Zeiten in Erinnerung, wo plötzlich mein Konstruktor aus dem Liveport raus war. Okay, wir fahren halt. Ach so, okay, das sind nur die, alles klar. Dann geht das ja noch. Okay, dann docke ich mich hier mal ab. So, Musik, das ist schön. So, und jetzt wollen wir sie mal... Ach nee, umbenennen können wir sie nur in dem Moonpool, ne? Genau. Das machen wir jetzt eben noch. Dann habe ich das in diesem Save-Game mit drin, bevor ich das vergesse. Das muss ich ja an der Konsole, glaube ich, machen. Motte dockt. So, das wird hier nicht mehr lange stehen, sondern hier steht gleich... Blub. So, und ich bin der Meinung, ein Blub müsste auch, hier, man kann doch die Außenfarbe verändern. Ein Blub müsste blau sein, oder? Ein Blub muss blau sein. Vielleicht so ein bisschen türkis. Vielleicht so, nee, so ein Blau vielleicht, ja, so. So ein Blau. Und dann passt das Rote natürlich auch nicht mehr dazu. Das ist klar.
Ja, vielleicht gefällt mir da so ein Weiß besser dann. Das könnte sein. Richtig weiß wird es auch nicht, ne? Mal so eine Farbe vielleicht. So richtig hübsch ist es nicht, ne? Finde ich auch. Machen wir das doch in so ein Blau. Machen wir das außen mal dunkler. Machen wir das mal dunkelblau. Und dann können wir dem hier vielleicht dann so ein Türkis mitgeben. Nein, das ist so grün. Blub. Ach nein, den Namen können wir auch farbig machen. Echt? Moment, dann machen wir den Namen weiß. Und nee, den Namen machen wir gelb, glaube ich. Müssen wir da mal gucken. Und ach so, das ist der Streifen. Den Streifen können wir aber weiß machen. Genau. Und das Interior lassen wir auch mal so. Dann will ich mir die mal eben angucken aus der Nähe. So, erstmal den Deckel hier wieder zuklappen, Mensch. Nein! Ah, okay, egal. Dann gucken wir sie in voller Pracht an. Das sieht auch nach Blub aus. Und wo steht Blub drauf? Da steht in Gelb jetzt Blub drauf. Ich finde das cool. Ja, das ist so, müsste ein Blub aussehen. Das entspricht meiner farblichen Vorstellung. Und den weißen Streifen, da finde ich auch cool. So, und jetzt habe ich den Namen leider nicht, aber. Ja, sag mir doch mal, was hältst du denn von der neuen Blub? Und danke nochmal für den Namensvorschlag, fand ich großartig. Okay, bis zum nächsten Mal, dann gucken wir mal in die experimentelle Fassung. Bis dann, tschüss.